Die Wirtschaft von Katar befindet sich im aktuellen Zeitraum in einer katastrophalen Situation, angesichts der falschen Politik, die von Al-Hamdin-Organisation verfolgt wird. Aber diese Situation verhinderte nicht die Regierung von Tamim bin Hamad, um dem Landesmarkt weiterhin Liquidität zu entziehen und auf dem amerikanischen Rentenmarkt zu zahlen, in dem Versuch, um die internationale Position durch die Errichtung von Investitionen in diesem Länder zu kontrollieren, auf Kosten der Bevölkerung von Katar, die unter der anhaltenden Politik der herrschenden Regimes leidet. Und ein offizieller Bericht von kurzem vor dem amerikanischen Finanzministerium veröffentlicht ergab, dass Al-Hamdin-Organisation im vergangenen April rund 151 Millionen amerikanischen Dollar zum Gesamtfeld seiner Investitionen in amerikanischen Anleihen beigetragen hat. Und durch diese Politik, die auf der Kontrolle internationaler Positionen durch Geschäfte und Investitionen basiert, von denen das katarische Volk nicht profitiert, ignorierte Al-Hamdin weiterhin diese Krise der Liquiditätsknappheit, die der Lokalmarkt im Land erlebt, insbesondere mit der Bestätigung der offiziellen Daten von Katar, die der Rückgang der Bankeinlage und den Anstieg der Inflationenrate aufgrund der mangelnden Liquidität in den letzten Monaten belegen. Und diese Versuche, mit denen Tamim bin Hamad versucht, um aus seiner Isolation herauszukommen, kommt während einer breiten regionalen Ablehnung gegen seine Politik. Ebenso wie die Weigerung vieler wichtigsten Länder, um mit der Regierung von Doha zu kommunizieren, das Tamim dazu veranlasste, um nach Washington zu reisen, in der Hoffnung, um die gegenwärtige Realität zu ändern.